Wir werden jetzt nochmal zurückgreifen auf eine ganz einfache Urerkenntnis in dir selbst. Es ist eigentlich hochinteressant, wie sehr an das der eigene Intellekt ständig narrt, in dem Bedürfnis, irgendwie Menschen aufklären zu wollen, wie man sich ausdenkt, weil man eine Erkenntnis hat. Man meinte, man müsste diese Erkenntnis den anderen Menschen mitteilen. Es ist ein vollkommen sinnloses Unterfangen. Und ich versuche dir das jetzt zu beweisen. Der erste Unterschied bei Holofeeling besteht erst einmal darin, dass wir die Kausalität auf den Kopf stellen. Das ist der elementarste Parameter überhaupt, dass ich jedes Mal vor jedem Selbstgespräch neu zu sage, ich erkläre es denen, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Und nicht irgendeinen Gedanken, den ich mir ausdenke. Ich erkläre es denen, der mich jetzt in sich selbst erschafft. Und ich sage jetzt wieder, was meine ich mit mich? Ich meine nicht das Pixelmännchen, das du jetzt siehst, oder auch den Gedanken an einen Menschen, Udo Petscher, sondern das sind Sachen, die von dir erschaffen werden. Und jetzt haben wir aber da vier Ichs. Es ist einmal das, was wir Geist nennen, die zwei roten Ichs. Und da ist jetzt wichtig, dass man das Rote versteht. Und ich merke, du wirst jetzt auf der Bröselebene, wie ich das nenne, als Brösel unter Brösel, als Affe unter Affen, hast du keine Möglichkeit, das mitzuteilen, weil die große Masse reagiert da nicht drauf. Und ich fange mal an, dass ich gleich einen Bildschirm übertrage. Mal mit Ton. Und zwar ist das so eine kleine Schrift. Das ist ein Vorwort, ich rede jetzt mal bewusst raumzeitlich, das ist Standard massiv, das ist nur schwarz-weiß. Da wird eigentlich schon mal auf den Kern von Holofeeling hingewiesen. Und man muss jetzt wissen, wir lesen da etwas hinein, ich stelle das auch in das Update mit rein, diesen Brief, dass der nur schwarz-weiß ist. Und es ist jetzt schon ein Riesenunterschied, ob ich das vorlese und wenn ich sage, ich, wer liest das jetzt eigentlich vor? Das Einzige, was ich fordere, ist, dass du dir jeden Moment, du Geist, dir jeden Moment bewusst machst, was du jetzt für eine Information vorliegen hast. Und da haben wir jetzt schon eine Trennung, wenn du jetzt dem Lautsprecher zuhörst, wenn angeblich ein Udo spricht oder in der Vergangenheit gesprochen hat und es aufgenommen wurde. Das sind alles schon logische Konstrukte. Und in dieser kleinen Schrift, das sind 7 Seiten, ist eigentlich alles drin, was wichtig ist, dass du dein jetziges Weltbild, deinen Fehlglauben vollkommen in dir zerstörst und austauschst. Ohne, dass du was tun müsstest. Es wird in dem Moment passieren, wenn du das als hundertprozentig sicher ansiehst, was du dir selbst erzählst, wenn du das jetzt liest. Und ich lese jetzt das einmal, weil sonst können wir das reinstellen, weil ich es etwas interpretieren will. Dies ist ein Geschenk aus mir, von ich für mich. Da muss man zuerst einmal verstanden haben, ich behaupte ja, dass ich du bin. Das wäre jetzt eigentlich das rote Ich, man ist schon seltsam mit JCH, da liest du einfach Jesus Christus. Ist ein Symbol, wohlgemerkt. Für mich, das wäre jetzt auch ich, das ist der Geistesfunken, der du bist. Garantieerklärung. Dieses Schreiben ist keine Werbung für irgendeine Ideologie, Gruppierung oder Person. Auch werden darin keine einseitigen Standpunkte in Form von gut, böse, richtig, verkehrt und so weiter gepredigt oder vertreten. Das ist der erste Unterschied bei Holofeeling. Es ist kein Thema, ob was richtig oder verkehrt, ob was gut oder böse ist, sondern bei Holofeeling geht es darum, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt da? Das, was da ist, ist erst einmal deine Information. Ich betone jetzt die Worte absichtlich so. Es muss in dir drin sein, als Materialist sagst du, in deinem Gehirn als Information, wobei ich immer darauf hinweise, auch dieses Gehirn, an das du dann denkst, wenn du das Wort mein Gehirn hörst, existiert nur in dem Moment zumindest das Wort Gehirn, wenn du dran denkst. Alles, was du nicht denkst, existiert nicht. Und du hast 2 Arten von Informationen. Du kannst dir bewusst machen, ob jetzt feinstoffliche Informationen, ich nenne das einfach mal eine bewusste Gedanke, den du denkst, in dir existiert oder eine sinnlich wahrgenommene Information, wenn du irgendwas anschaust oder was akustisch sinnlich wahrgenommen hörst. Aber es ist genauso eine Information, wie wenn du was denkst. Es muss eine Information sein, sonst kriegst du es nicht mit. Und du vergisst es immer und immer wieder, welche jeder Kleinigkeit.
Du bist felsenfest davon überzeugt, dass wenn du jetzt was denkst, dass das unabhängig von dir da außen existiert und du überhaupt nichts damit zu tun hast. Was definitiv heißt, du bist hundertprozentig sicher davon überzeugt, dass du mit Gedanken, die du denkst, nichts zu tun hast. Dessen ungeachtet, was du als Leser, jetzt bezieht sich das auf an den Menschen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, genau an die Person, an die du jetzt denkst, das ist jetzt in diesem Moment der Gedanke an den Körper, an den sinnlich wahrgenommene Persona, die jetzt vor einem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Wenn du das natürlich liest, das ist jetzt auch der Leser, in dem Moment, wo ich jetzt das spreche, bist du der Zuhörer eines Lautsprechers. Was du als Leser viele Stellen, wieso auch immer, nur einseitig interpretieren und dadurch auch kritisieren. Du hast in dir einen Mechanismus. Und ich betone nochmal, Mech, das hebräische Wort Emchet heißt Gehirn und Ani ist das blaue Ich. Das ist dein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und dieses Mech-Ani muss, so wie es programmiert ist, reagieren. Du bist aber nicht dieser Mechanismus, sondern du musst jetzt ganz bewusst der Geist werden, der seine eigenen Informationen beobachtet und beobachtet, wie du kritisierst und reagierst und werdest. Das ist die erste Verwandlung. Ein ganz intimer Akt. Es geht in diesem Schreiben auch nicht um irgendwelche richtigeren, definierten, subjektiven Wahrheitsvorstellungen. Das sind Wahrnehmungen, Wahrheiten sind immer ganz subjektiv geprägte Vorstellungen, die von deinem Intellekt erschaffen werden. Noch um irgendwelche neuen intellektuellen Ergüsse, die die Menschheit da außen glücklicher machen können, die ganzen Weltverbesserer. Die meinen, sie müssten ihre Menschheit, die sie sich jetzt ausdenken, glücklicher machen oder verbessern oder retten. Was ist die Menschheit jetzt in diesem Moment? Einfach, das ist doch mal nur ein geschriebenes Wort, das du optisch auf dem Monitor siehst oder ein Geräusch aus dem Lautsprecher. Jetzt ist die Frage, was macht dein Intellekt aus diesem Wort? Im Anfang war das Wort. Ich sage immer, ca. 8 Milliarden sterbliche Säugetiere von der Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. All das sind jetzt nur Gedanken, die du denkst, die nur existieren, wenn du sie denkst. Diese Schrift stellt eine verbale Beschreibung, und jetzt wichtig, wenn du alleine bist und es liest, schaust du die Schriftzeichen an und dann sprichst du diese Worte. Der einzigen von dir auch wirklich in der Subjektiv, das heißt in dir selbst, du bist das Subjekt für diese Geräusche, die du hörst, wenn du das liest. Überprüfbaren, ultimativen Wirklichkeit da. Du als Leser erzählst dir hier, während du liest, selbst etwas von deiner Wirklichkeit, die du, aber auch jeder andere gewissenhafte Mensch, das müssen wir jetzt gewissenhafte Mensch, müssen wir rot schreiben, damit meine ich Geistesfunken, den du dir ausdenkst, selbst ein Kind auf der Stelle de facto auch selbst überprüfen kann. Das heißt, die Frage bei Holofeeling, ich sage, nahezu alle Elementaraussagen kann jedes Kind auf der Stelle mit 100%iger Sicherheit überprüfen. Holofeeling zwingt dich nicht, irgendwelche Dogmen zu glauben und alles, was du zurzeit an Wissen in dir trägst, ob das naturwissenschaftliches Wissen ist oder religiöses Wissen, sind einprogrammierte Dogmen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es ist so leicht, das zu entlarven, als Lügen zu entlarven. Das ist einmal die erste Sache und ich sage jetzt gleich die andere Seite dazu. Es ist natürlich alles unheimlich wichtig, darum nenne ich deine jetzige ständig wechselnde Information einen hyperrealistischen Führerscheinprüfungsbogen. Die Fehler, da ist nichts verkehrt gelaufen, du wirst geprüft. Du Geist wirst zurzeit geprüft. Lieber Denker dieser Worte, du merkst jetzt schon, wenn du das selber liest, sind es deine Worte, mach dir bitte bewusst, was für dich jetzt gerade Wirklichkeit ist. In deinem persönlichen Bewusstsein, das ist natürlich in der Formulierung so eine Sache, weil das Persönliche bezieht sich auf eine Maske. Du bist maskiert und schon die Person, an die du denkst, befindet sich in deinem Bewusstsein, aber nur dann, wenn du an deinen Körper denkst. Befinden sich jetzt folgende Informationen. Geistig das Phänomen Ich. Das ist das, was ich Geistesfunk nenne und das muss man rot schreiben, weil sobald du an einen Geist denkst, ist dieser Geist schon ein Gedanke von dir? Du hast bis dato nicht die geringste Ahnung, wie wichtig das ist, dass du das verstehst.
dass du selbst etwas bist, was nicht existieren kann. Das ist dieses Rotgeschriebene. Das ist genau genommen nur ein gedankliches Nichts. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort Nichts, aber dieses Wort Nichts ist nicht nichts. Ich beschreibe mit dem Wort Nichts etwas Nicht-Existierendes. Und genauso ist es mit deinem Ich. Ich beschreibe dir mit dem Wort Ich rot gelesen etwas, was als Ding an sich gar nicht gedacht werden kann. Wenn du das im tiefsten Inneren verstanden hast und es für dich zu einem hundertprozentigen Faktum geworden ist, zu einer Tatsache geworden ist, dass es keine Möglichkeit gibt, dass du dich in irgendeiner Form darstellst, ohne dich zu einer vergänglichen Erscheinung zu machen, was aber nichts daran ändert, dass du immer bist, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Du hast auch keine Angst mehr davon, dass du irgendwas verlieren könntest, weil alles, was existiert, verschwindet schon wieder mit dem nächsten Gedanken. Es kommt aus dir und fällt wieder in dich rein, in dieses absolute Nichts. Creatio ex nihilo. Das heißt, du zerzerst einmal geistig, bist du ein Geist, der sich jetzt das Zeug ausdenkt. Und wir denken jetzt natürlich an einen Geist, der sich das ausdenkt. Nein, du bist der, der sich den ausdenkt, der sich das ausdenkt. Das bin ich so darauf eingegangen. Optisch hast du jetzt sinnlich wahrgenommen einen Monitor mit Buchstaben drauf und akustisch hast du jetzt momentan eine Lautsprecherstimme, aber wenn du selbst liest, hast du deine eigene Geistesstimme. Das, was du meine Stimme nennst, wenn du im Kopf einfach, wenn du über was nachgrübelst, sprichst du mit der Stimme der Person, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst, Worte. Genauer kann man das nicht beschreiben. Du sprichst in diesem Augenblick de facto zu dir selbst und hörst dir dabei auch selbst zu. Das ist die Grundlage für Holofeeling, die alles aus den Angeln hebt. Und das ist hundertprozentig sicher. Seltsamerweise hast du dann doch wieder nicht das Gefühl, dir selbst zuzuhören, weil du unbewusst davon ausgehst, das ist jetzt Hintergrundwissen. Bei Holofeeling geht es darum, dass du dir bewusst machst, was du glaubst, was dein Intellekt, das ist wie ein Computerprogramm, was du als Daten im Arbeitsspeicher hast, was für eine Logik du zum Denken benutzt, dass diese eindeutig von dir selbst gesprochenen Worte, jetzt natürlich Lautsprecherworte, die eines anderen sind. Die Stimme, die du jetzt sinnlich wahrgenommen hörst, diese Stimme von dem Udo, wir nennen jetzt einmal diese Geräusche, dass die vom Udo erzeugt wurden. Das ist das normale Denken. Ist genauso deine Information, wie wenn du selber jetzt das liest und du hörst dir selbst so mit deiner eigenen Stimme. Es sind dieselben Worte, es ist nur eine andere Stimme. Aber gleichgültig, welche Stimme du hörst, jede Stimme, wenn du sie hörst, ist deine Information. Das liegt daran, dass du beim Lesen immer unbewusst davon ausgehst, gedanklich nach außen gehst und dir damit selbst einredest. Das machst du natürlich nur, wenn du das jetzt denkst, bewusst, aber das ist im Hintergrund, nenne ich das. Das ist der Glaube, auf dem mehr oder weniger deine ganzen Informationen aufbauen. Es gäbe ein Jenseits des momentanen Bewusstseinsinhalts. Das heißt, ein Vorher. Jenseits meine ich jetzt als Vorher. Ein unachtsamer Leser neigt dazu, die Vorstellung, in die er sich durch die gelesenen Worte selbst in sein Bewusstsein ruft. Dazu gehören auch der Gedanke an den Autor des Gelesenen. Das heißt an den Schreiber, der das ja irgendwann einmal in der Vergangenheit geschrieben hat. Zwanghaft nach außen zu denken und glaubt, dass seine Gedanken auch unabhängig von ihm selbst da draußen existieren. Wenn du jetzt zum Beispiel an den Udo denkst, der Udo ist jetzt definitiv entweder Pixelmännchen auf deiner VR-Brille oder der Gedanke an einen Menschen, wo du jetzt denkst, der ist irgendwo da außen. Oder der hat in der Vergangenheit existiert, wenn du Einstein oder Sokrates liest oder sonst was liest. Es ist unheimlich logisch, aber du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es ist blinder Glaube, es ist ein Konstrukt einer vollkommen geistlos nachgeäfften Logik. Dies ist zwar ohne Frage möglich und es ist auch dein gutes Recht, dir weiterhin selbst einzureden, dass auch dann etwas da draußen existiert, wenn du nicht daran denkst. Das ist der große Trugschluss jedes religiösen Menschen, jedes Esoterikers und allen voran der ganzen Naturwissenschaftler. Das ist, wenn ich darauf hinweise, die Menschen, die du dir ausdenkst oder die in dir sinnlich wahrgenommen in Erscheinung treten, sind nur Figuren in einem Traum. Sie sind Erschaffene, sie sind Geschöpfe deiner Logik. Du bist ein träumender Geist. Und ich kann nur den Geist wachmachen, der träumt.
jeder dieser Sets ja das unheimlich in sich, wenn du die zu verstehen beginnst. Das ist jetzt die Möglichkeit, die dir das Leben bietet. Das ist dieser sogenannte Paradigmenwechsel. Der bezieht sich nicht auf die Menschen, die du dir ausdenkst. Es ist nur der Geist, der träumt, kann wach werden. Niemals irgendwelche Figuren, die in dir in Erscheinung treten. Mögen die dir noch so real, sinnlich wahrgenommen, echt erscheinen, in Anführungszeichen. Dieses Existieren, da steckt das Tier schon mit drin. Alles, was existiert, ist vergänglich, sterblich. Existo bedeutet herausgehen, auftauchen, emporkommen, zum Vorschein kommen. Aber alles, was existiert, wird mit dem nächsten Gedanken, Evolution, Revolution, schon wieder zerstört. Sofort überprüfbar von jedem 13-Jährigen. Wenn du einer diskutieren willst, hat er ein riesengroßes Problem, dann ist er wirklich nur ein geistloser Gedanke von dir. Den solltest du gar nicht versuchen, am Leben erhalten zu wollen. Kriegst du nur Ärger. Klingt jetzt wieder herzlos? Nein, das ist die rote Liebe. Was tritt da eigentlich aus was heraus, wenn du über irgendwas nachgrübelst, wenn du deine eigenen Gedanken, die du selbst denkst, anschaust, in dir als Information, wo kommen die her? Was tritt da eigentlich aus was heraus? Wo kommt das selbst Ausgedachte wirklich her und wo befindet es sich? Das ist einmal das immer nur als Information vorliegende, wenn du dir etwas ausdenkst, wirklich, wo befindet sich das? Hier und jetzt in dir. Aber was bist du? Bist du der Kopf, das Gehirn, das übrigens auch nur existiert, wenn du dir das ausdenkst? Und ich sage dann immer wieder, wer schaut sich die Informationen an, die sich dann in den jetzt bewusst ausgedachten Gehirn sich befinden, mit dem du dich verwechselst. Schaut sich das Gehirn selber an. Das sind so Sätze, die ich hunderte Male wiederhole. Da muss irgendwann einmal, wenn du Geist bist, musst du resonieren und dir bewusst machen, wieso vergesse ich das immer? Das ist die große Frage einer jeden in deinem eigenen Bewusstsein auftauchenden Existenz. Zugegeben, es ist durchaus möglich, dass die von dir wahrgenommenen Informationen auch außerhalb deines Bewusstseins existieren. Aber du solltest eine Möglichkeit, die du dir zwanghaft logisch ausdenkst, mag sie dir auch noch so logisch erscheinen, nicht mit dem, was in diesem Moment wirklich ist, verwechseln. Möglichkeiten, es ist möglich. Bei Holophilien geht es um dem, was hundertprozentig sicher ist. Möglichkeiten gibt es so unendlich viele. Es gibt so unendlich viele Denksysteme und Erklärungsmodelle. Du hängst bloß an einem allereinzigen, das dir logisch erscheint. Und das ist der Rückschluss. Das ist so ziemlich die geistloseste Art zu denken, ist jetzt in deiner jetzigen Vorstellung religiös oder naturwissenschaftlich zu denken, weil das geistlos nachgeäfft ist. Das, was du rezitierst an Wissen, ist dein Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Und dann ist nun einmal deine ständig wechselnde Bewusstseinsinhalt. Das ist das, was wirklich ist. Jeder Gedanke, den du denkst, ist eine neue Information, die 200 Gramm rote Knete, die man umformt in die zerstörte bestehende Information. Der ist die einzige tatsächlich seiende Wirklichkeit, die du auch de facto wirklich überprüfen kannst. Das ist hundertprozentig sicher und nicht das Ganze, was du dir logisch zusammenreimst. Und deren du dir bewusst werden solltest, alles andere kannst du nur blind glauben. Holofeeling bezieht sich nicht auf blinden Glauben. Naturwissenschaft ist blinder Glaube. Der größte Hypnotiseur ist der eigene fanatische Glaube. Er ist in der Lage, völlig echt erscheinend, echt meine ich jetzt auch sinnlich, wahrgenommen erscheinende Illusionen in das Unbewusstsein des sich selbst hypnotisierend Glaubenden zu projizieren. Das sind all die Gutmenschen in dem wahren Leben. Sie wüssten, was richtig ist und was verkehrt ist. Genaueres dazu erklärst du dir mit deinem eigenen höheren Bewusstsein selbst, wenn du dir deine Selbstgespräche und Offenbarungen des Jahres aus den eigenen Tiefen deines eigenen Bewusstseins verborgenen Internetnetz in dein persönliches Bewusstsein holst. Das haben wir ja so oft gehabt. Das ist übrigens sehr, sehr alt, als die höheren Schriften jetzt zeitlich chronologisch gedacht, waren noch nicht zugänglich, die waren nicht freigeschaltet. In der Zeit, wo dieses Vorwort jetzt bewusst ausgedacht, ich sage immer wieder jetzt, es gibt keine Vergangenheit, hat es nur die Selbstgespräche gegeben, den Weckruf und das Erwachen. Die farbigen Schriften, die Holoarithmetik, die Hologrammatik und all das ganze Zeug war noch nicht existent. Aber es ist auch gar nicht nötig. Die Internetadressen sind hier teilweise veraltet.
All die Schrift bitte erkenne und akzeptiere es als ultimative Tatsache, dass der angebliche Schreiber dieser Zahlen, den du dir als tiefgläubiger Materialist jetzt automatisch ausdenken musst, in diesem Moment de facto ein Gedanke in deinem Bewusstsein ist. Auch der Sprecher, den du jetzt zuhörst, ob du den jetzt Lautsprecher oder Urmensch, spielt keine Rolle, es ist auch eine Information. Das ist jetzt die Wirklichkeit. Dieser Gedanke, das heißt, der Schreiber dieser Schriften wird jetzt von dir selbst aufgrund einer materiellen Logik zwanghaft ausgedacht. Ob der die Schriften geschrieben hat, ist auch ein Konstrukt. Du kannst es nicht überprüfen, du kannst es nur glauben. Das ist die Sache mit dem Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber schreibt einen Brief. Schreibt er oder schreibt er nicht? Sind wir reichlich drauf eingegangen. Eine kybernetische Schleife, zu der kommen wir dann noch öfters. Das ist jetzt deine eigene innerste geistige Tatsache. Ein Faktum. Ich habe in den letzten Selbstgesprächen darauf hingewiesen, dass die Figuren in deinem Traum laufen von Fakten reden. Es sind geistlose Schwätze, die nicht einmal wissen, was ein Faktum ist. Sie sind sich hundertprozentig sicher, dass ihre geistlos nachgeäfften Scheinweisheiten, ihre Wissenselemente hundertprozentig sicher sind. Nichts ist weniger hundertprozentig sicher wie diese Sachen, die sie äußern. Was willst du von geistlosen Figuren erwarten, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet und im selben Moment Nobelpreise bekommen? Das ist deine Welt. Ob dir das passt oder nicht, aber es ist eine Traumwelt. Und es wird langsam Zeit, dass du wach wirst. Und ich betone nochmal, wach werden kann niemals irgendeine Erscheinung in deinem Traum. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und das Trügerische sind die vier Stufen der Vergessenheit. Sobald du eine sinnlich wahrgenommene Information hast, bist du im höchsten Grade in der Vergessenheit. Der Schreiber, der jetzt angeblich unabhängig von dir Denker außerhalb deines Bewusstseins existiert, oder jetzt der Sprecher, in dem Moment, weil ich spreche, weil du ihn dir jetzt zwanghaft logisch ausdenkst, ist jetzt als Ding an sich kein wirkliches Faktum. Das Faktum besteht darin, dass du deine Informationen anschaust und jetzt ist deine sinnlich wahrgenommene Information eine Lautsprecherstimme. Selbst der Lautsprecher ist ein Konstrukt, den du dir in die Kiste reindenkst. So wie du dir in einen menschlichen Kopf ein Gehirn reindenkst und dir trockennasen auf eine Erdkugel denkst. Wo war jetzt die ganze Zeit die Erdkugel? Wo war die Menschheit, wenn du nicht an die Menschheit denkst? Irgendwo da außen? Hast du schon mal was von den ersten zwei Geboten gehört? Mach dir kein Bild von dir selbst, das heißt, mach dir kein Bild von Gott, weil du als bewusster Denker bist du der Gott, der Schöpfer für das, was du dir ausdenkst. Was ist jetzt da verkehrt? Was ist da falsch dran, wenn ich das behaupte, dass du der Schöpfer von Gedanken bist? Egal an was du denkst, du schöpfst es aus deinem Wissen heraus und machst daraus eine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, du bist der Gott für die Welt, die du jetzt denkst. Jetzt haben wir natürlich auch in dir den Bereich der sinnlich wahrgenommenen Informationen. Die werden genauso von dir erschaffen, wenn du ein unbewusst träumender Geist bist. Bloß da bist du dann natürlich extrem im Zustand der Vergessenheit, weil das ja alles so echt ausschaut. Ich höre dann immer wieder, das kann doch nicht alles in mir drin sein. Wenn man spazieren geht, eine wundervolle Landschaft anschaut, sinnlich wahrgenommen auf der Verabrede. Und ich sage, selbst dein Glaube schreibt dir vor, dass es in dir drin sein muss, weil wenn es keine Information in deinem Gehirn wäre, nach deinem Glauben könntest du es ja gar nicht wahrnehmen. Du verkomplizierst es extrem, wenn du das zweite Gebot brichst. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der von dir ausgedachten Erde. Es sind Produkte, es sind logische Berechnungen deines dir völlig unbewussten fanatisch-materialistischen Glaubens. Und den Glauben haben wir ja so oft gehabt, wenn wir das jetzt mit der Vordersprache, Programmsprache hebraisieren, das sind die Wellen, sind die Schöpfungen aufgespannter Polaritäten und das ist deine Beschwörungskunst. Das wirkliche Faktum ist jetzt deine Gedanken an diesen Schreiber. Das Faktum, die Tatsache ist, dass du jetzt an einen Udo denkst oder an einen Lautsprecher denkst, dann bist du schon ein bisschen bewusster. Es wäre diesen Gedanken von dir, diesen imaginären Auto ist jetzt nämlich de facto nur eine von dir gedachte Gedanke, der Udo, ein leichtes sich als ein von dir sinnlich wahrgenommener Menschenkörper in deinem Bewusstsein zu materialisieren, was ich bei ganz wenigen Menschen mache, dass ich als Brüssel Udo auftauche. Aber ich bleibe dann trotzdem bloß ein Gedanke von dir, der nicht existiert, wenn er von dir nicht gedacht wird. Und ich komme dann aus dir.
Darum sage ich ganz definitiv, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Rot gewesen. In Wirklichkeit unterscheidet sich deine sinnliche Wahrnehmung nämlich nicht von deinen Gedanken, denn beides sind letzten Endes dasselbe. Informationen deines eigenen Bewusstseins und Informationen werden für dich Geist erst dann ersichtlich, wenn sie in deinem Bewusstsein auftauchen. Und das haben wir schon gehabt. Wo kommen deine Gedanken, deine Informationen her? Computermetapher denken, aus deinem Arbeitsspeicher, deinem Intellekt. Und den konntest du dir nicht raussuchen. Es ist schon außergewöhnlich und für dich noch normalen Menschen sehr schwer zu verstehen, wenn eine von dir sinnlich wahrgenommene Person in deinem Bewusstsein behauptet, nicht mehr als ein Gedanke in deinem eigenen Bewusstsein zu sein. Jetzt ist es ein Lautsprecher. Das ist der erste große Schritt in ein vollkommen neues Weltbild. Du selbst machst de facto in diesem Moment durch dein materialistisch-logisches Denken aus dem Symbol aller also Symbole, OB86 Elayom, in deinem Bewusstsein nur einen Säugetierkörper, den du Mensch nennst. Dieser Mensch wird jetzt von dir zwanghaft nach außen gedacht, obwohl er doch in diesem Moment eindeutig nur eine Information darstellt, einen Gedanke. Der Udo ist doch jetzt nur ein Gedanke. Oder wie gesagt, jetzt, wenn du liest, wenn du das jetzt nur liest, oder du schaust das Video und eventuell noch ein winzig kleines Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Immer wenn Geist eine bestimmte Form annimmt und du bist der Geist, der Formen annimmt, meine berühmten 200 Gramm rote Knete-Beispiel, denkt sich dieser Geist in sich selbst sein eigenes imaginäres um sich herum nach außen. Das ist einmal hier diese ersten großen Erkenntnisse. Da ist alles auf den Punkt gebracht. Und jetzt gehe ich noch mal darauf ein, wer ich bin. Du bist ein rotes Ich. Ich erzähle dir einen Geist, der jetzt träumt. Und um mit dir zu kommunizieren, muss ich in dir auf irgendeine Art und Weise in Erscheinung treten und immer daran denken, wenn man jetzt auf der Bröselebene der Udo erzählt, ist nicht dem, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern den, der uns beide ausdenkt. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich erzähle es denen, der sich jetzt das Video ausdenkt, wo zwangsläufig auf dem Bildschirm teilweise eine Ariane und ein Udo drauf ist als Pixelmännchen und dann denkt er natürlich noch an sich selbst. Wir können das erweitern, dass du in einer Gruppe bist, sinnlich wahrgenommen bist du einer von vielen, 200 Mann um dich herum. Es ändert nichts, es sind deine Informationen, die wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. Der Einzige, der immer ist der, der es erlebt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Wenn du das wirklich verstanden hättest, hättest du vor nichts und niemandem mehr Angst. Und es geht jetzt dann hier noch runter. Das ist mir wichtig. Es wird weder gewünscht noch erwartet, dass du Leser auf diese Schrift reagierst. Dessen ungeachtet wirst du dennoch beim Lesen dieser Schrift reagieren, und zwar emotional, die von dir in deinem Bewusstsein gesprochenen Worte werden in dir automatisch nicht nur Bilder und Vorstellungen, sondern auch Emotionen und eine Menge von persönlichen zwanghaften Interpretationen auslösen. Das gilt für jede Schrift, auf die du reagierst. Für jedes Buch, für jede Buchseite, für jede Internetseite, wo du anschaust, wirst du ganz massiv reagieren. Speziell jetzt auf diese Schrift. Es sind dabei je nach persönlichen Charakter alle Gefühle möglich. Und jetzt kommt hier, das schauen wir uns noch genauer an, die einen, das würde ich jetzt mit AIN schreiben, E Quadrat N. Ich spreche hier von den Herzmenschen, ich nenne das auch Geistesfunken, Herz rot gelesen, von denen, die nach mir und damit auch sich selbst suchen, also von Menschengeister. Und immer dran denken, Geist und Mensch rot gelesen ist ewig dadurch nicht denkbar. Ein Geist kann nicht existieren. Ein träumender Geist als Ding an sich ist nicht irgendein trockener Affe, der da liegt und schläft. Das ist schon wieder eine Existenz, die von dem träumenden Geist ausgedacht wird. Die intuitiv fühlen, dass ihre Außenwelt, die sie sich aufgrund ihres bisherigen Glaubens ausdenken, wohlgemerkt ein Glaube, den sie sich nicht raussuchen konnten, noch nicht meine göttliche Weisheit letzter Schluss sein kann. Dieser Glaube an eine Erdkugel ist genau genommen gar nicht ihr eigener, sondern der Glaube ihrer Lehrer und Erzieher. Ich nenne das Schwamminhalt. Also diese einen empfinden beim Lesen meine große Liebe, die rote Liebe.
Und zwar vom Ross, Jesus. Aber auch Neugier, Erstaunen, Verwunderung, Freude. Endlich ist da jemand, der das ausspricht, was ich schon im Meer gefühlt habe. Und sie befällt eine große Sehnsucht nach dem, der sich solche Worte auszudenken vermag. Das bist du selbst, nicht irgendein Auto in der Vergangenheit. Du träumst jetzt und diese Worte, die du dir jetzt ausdenkst, wenn du träumst, kommen aus dir selbst. Und ich behaupte, dass ich du bin. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt. Bist du schon ich? Der, der sich es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht ausdenkt, ist schnipp. Jetzt denkst du an deinen Körper, jetzt denkst du an den, der vor dem Computer sitzt. Wo war der jetzt die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast? Der hat nicht existiert. Doch wer denkt sich diese Worte in diesem Moment aus? Wer spricht in diesem Moment diese Worte? Wichtig, das funktioniert jetzt wieder nur, wenn du dir selber liest. Natürlich du selbst. Diese einen haben offensichtlich ständig eine Sehnsucht nach etwas, was sie letzten Endes selbst sind. Darum beginnt unser Spiel mit Ich bin du und du bist ich. Die ersten zwei Bände der Offenbarungen. Jetzt kommen die anderen. AND Hebräisch heißt ein ständiges Auf- und Abschwingen. Ich werde auf- und abschwingen. Damit meine ich die egoistischen Rechthaber und Nörgler, die wir uns jetzt ausdenken aufgrund dieser Worte, die keine andere Meinung neben der eigenen akzeptieren können. Sie gehören immer einer autoritär bestimmenden Glaubensgemeinschaft an, ob wir die politisch oder religiös nennen. Wie auch immer. Es sind widerliche Kreaturen, die nicht die geringste Überlebenschance haben. Das hast du in dem Leben zu lernen. Allen voran die selbsternannten Realisten. Sie sind fanatische Anhänger des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Es gibt nichts Geistloseres wie ein geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Weltbild, das so massiv voller Fehler ist, die offensichtlich sind für jeden 13-Jährigen, den ich darauf hinweise. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich zeige dir in deinen Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Widersprüche und Fehler, dass ein 13-Jähriger das erkennen kann, wenn ich mit der Nase darauf hinweise. Fakt ist, kein einziger religiöser Glaube benutzt und arbeitet unbewusst in seiner dogmatischen Ideologie mit so vielen nur logisch ausgedachten Hirngespinsten wie die fanatischen Anhänger der offiziellen Naturwissenschaften. Weil bei den religiösen Glauben weiß man, sollte man wissen als Geist, dass das Märchengeschichten sind und es kommt auf die Metaphern an. Dasselbe gilt für die Sprichwörter. Wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, drücke ich was aus, was nichts mit irgendeinem Krug zu tun hat, wo ich glaube, dass der da außen rumläuft und dann auseinanderbricht. Bei der Naturwissenschaft ist das ganz anders. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Eine Theorie und die damit, da kommen wir auch gleich dazu, und die damit verbundene illusorische Vorstellung von etwas, das man sich aufgrund dieser Theorie zwanghaft logisch ausdenkt, hab nicht das Geringste mit einer ultimativen Wirklichkeit zu tun. Und jetzt denk ganz einfach an Protone, an Elektronen, an Wassermoleküle. Von der du dir in diesem Moment selbst etwas erzählst. Ich springe da gleich einmal rein. Das ist jetzt Verschwörungstheorie. Wohlgemerkt, weil hingewiesen wird, dass noch niemals irgendeiner diese Viren gesehen hat. Der Coronavirus, laut wissenschaftlicher Angebung, ist zwischen 15 und 200 Nanometer klein. Das sind Millionstel Millimeter. Er ist einer direkten Erfahrung wie ein Wassermolekül und so weiter vollkommen unzulänglich. Auch das ganze makrokosmische Weltbild, wo du dir vorstellst, sind logische Konstrukte. Dasselbe haben wir übrigens hier, wenn wir die DNA machen, 2 Nanometer, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Und dann kommen diese ganzen Hirnwichserei. Die Länge eines DNA in einem Menschen beträgt 150 Milliarden Kilometer. Wer hat es gezählt? Jeder äfft das nach und kriegt dann einen Professor oder einen Doktortitel, weil er geistlose Sachen nachäfft, die natürlich alle symbolisch betrachtet einen ganz, ganz tiefen Wert haben, sonst hätte ich es nicht erschaffen. Die Schwierigkeit ist nicht das, was da steht, verkehrt ist, sondern was du aus dem Wort machst. Bin ich in Selbstgesprächen seit 20 Jahren immer wieder darauf eingegangen. Du verwirklichst immer nur dein geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist damit gemeint. Also die haben mit der ultimativen Wirklichkeit, die du überprüfen kannst, gar nichts zu tun. Von der du dir in diesem Moment selbst etwas erzählst. Ich erzähle dir von der ultimativen Wirklichkeit. Du bist das wirkende Licht. Ich sage immer die Lampe im Projektor. Dein Intellekt ist das Programm
und deine Persona, deine Maske projiziert es dann auf die VR-Brille, wie ein Videobeamer, wie ich nenne das dann in einer komplexeren Form, deine VR-Brille. Also diese anderen werden im Angesicht ihrer eigenen zwanghaften Interpretationen und Verurteilungen diese Schriften beim Lesen ständig fehlrufen. Das stimmt nicht. Jetzt zum Beispiel, was ich gesagt habe, beweis mir das Gegenteil. Zeig's mir. Du hast ja noch nicht einmal deine Küche gesehen, wenn du an deine Küche denkst. Du hast noch nicht deine Heimatstadt gesehen. Das sind Kollektionen. Wenn du was siehst, ist das was ganz was anderes. Das ist ein vollkommen neues Denken. Und da wird jeder sagen, was ist das für ein Spinner, wenn der behauptet, ich habe meine Küche noch nicht gesehen. Ich sage bloß, zeig's mir, zeig mir die Erdkugel, zeig mir Wassermoleküle. Und dann schauen wir mal, was du siehst. Ein Monitor, flackernde Lämpchen. Genau. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, habe ich vor 2000 Jahren jetzt gedacht, behauptet, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr hört Sachen, die ihr überhaupt nicht hört. Hörst du jetzt an Menschen? Hörst du jetzt an Trockennasenaffen sprechen? Also gut, die rufen Fehde und sind verärgert und sich denken, was ist das für ein Idiot, der sich solchen Schwachsinn ausdenkt? Ist das ein Zeichen von Geist, von Intellekt? Der Dilettant Betscher, ich verweise auf den Bleinfeld-Vortrag, wo ich auf den Brief eingehe, der hat ja nie eine Universität besucht. Gott sei Dank, sage ich doch. Diese Schrift ist das Dümmste und Schlechteste, das mir je untergekommen ist. Bitte beachte, nicht die Schrift selbst ist böse, dumm, schlecht oder unrichtig. Das sind qualitative Bewertungen von Schriftzeichen. Das kann eine Schrift gar nicht sein, denn sie ist einfach nur Information. Und ich sage jetzt nochmal, wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig wärst, oder ich würde jetzt sagen, das ist in Portugiesisch oder in Chinesisch oder in Hebräisch geschrieben mit anderen Schriftzeichen, dann würdest du umblättern, weil du nicht resonierst, kann Datei nicht lesen. Böse, dumm, schlecht und unrichtig sind die Interpretationen, die der Leser in Maßsetzung seines Charakters in das von ihm Gelesene zwanghaft logisch hineininterpretiert. Und du wirst jetzt erst einmal feststellen, dass das Boshafteste, was in deinem Traum an Figuren auftaucht, sind die Menschen, die glauben, sie gehören zu den Guten. Es ist jetzt in der Corona-Phase zum Beispiel vollkommen gleichgültig, ob du zu den Querdenkern gehörst oder zu den geistlos nachäffenden Faschisten, die sich die offiziellen Wissenschaften nennt. Oder Genderwahn oder egal was es ist, einseitige Rechthaberei in Figuren, die in dir auftauchen, ist ein klares Zeichen von vollkommener Geistlosigkeit. Jeder Glaube, jede Ideologie, jedes Denksystem, ich sage jedes Programm, das im Widerspruch zu anderen Programmen steht, ist ein extrem unvollkommenes Programm, ein unvollkommener Glaube, eine unvollkommene Ideologie. Holophilie ist allumfassend. Darum sage ich, die haben alle recht, aber nur ein bisschen aus der Logik heraus. Je nach persönlicher Lesercharakter ist zwischen diesen Gedankenkommen von Gott und das wurde vom Satan persönlich geschrieben, jegliche Interpretation möglich. Wie das im Besonderen aussieht, kannst du dir ganz leicht bla 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 bla, das können wir jetzt hier überspringen. Das kannst du noch gar lesen, wenn du Lust hast. Und jetzt gehen wir doch mal rein auf das hier. Diese Internetseite, jetzt wirst du natürlich wieder feststellen, das schöpferische Subjektversum, Teil 2. Ich würde dir jetzt anraten, wir müssen da gar nicht groß reinhören, wenn wir das laufen lassen. Das sind 26 Minuten. Ich würde dir jetzt anraten, dass du die 26 Minuten dir ganz in Ruhe anhörst und dich dabei beobachtest, wie du darauf reagierst. Es ist jetzt so klassisch, man sagt jetzt hier Querdenker denken. Da denkt man sich jetzt aufgrund dieser Worte einen Rüdiger Lenz aus, der jetzt ein Gedanke ist, der hier und jetzt von dir erschaffen wird aufgrund dieser Worte. Und was wichtig ist, das ist dieser Text, der steht hier drunter, lies mit. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn du Grundlagen von Holofeeling hast, ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur Geräusche, Worte in Form von akustischen Geräuschen, sinnlich wahrgenommene Informationen hört, sondern dass man auch das geschriebene Wort vor sich hat. Und dann wirst du feststellen, dass man könnte jetzt meinen, das geht in diese Richtung des absoluten Umbruchs. Es bleibt aber dabei, dass alles, was da behauptet wird, stimmt aus dieser Logik heraus. Aber das wirklich Wesentliche, was Holofeeling macht, nicht angesprochen wird, das sind immer noch Menschen da außen, die andere Menschen beherrschen wollen. Und ich sage, all das Zeug existiert immer nur, wenn du es denkst.
Und wir fahren jetzt da ein bisschen runter. Umprogrammierte und konditionierte Menschen. Ich nenne das ganz einfach, es sind Programme, es sind KIs. Es ist, dass du feststellen wirst, du befindest dich in einem Videospiel. Das ist die Metapher, die zurzeit für dich greifbar ist. Da gibt es ein Grundkonstruktprogramm. Ich mache jetzt da einfach einmal jedes da rein. Interessant, es ist eins der komplexesten Videospiele in dieser Richtung. Schau dir mal seine Westernwelt, schau dir das einmal an. Ich würde dir gleich zeigen, wie der Holofilling mitschwingt. Das heißt, der rote Tod, ich rede immer vom Roten. Ist eine Erlösung, eine Einlösung, eine Rückzahlung. Du musst für alles bezahlen, eine Ablösung, eine Rettung. Wir können natürlich hier ganz einfach, wenn du jetzt das Red, der rote Tod ist das rote Emption. Ich lasse da extra jetzt hier, da steht jetzt leer, das stimmt nicht ganz. Da müssen wir jetzt ins Englische reingehen und genau genommen ist es ja, es kommt Redemption. Ich habe jetzt das Red ja stehen lassen. Die Emption, dann wirst du leer in dieser Maschinenübersetzung. Du hast aufpasst, Redemption heißt ausleeren. Jetzt ist es natürlich, zeige ich dir hier automatisch in der Maschinenübersetzung Englisch leer on. Ist aber nicht ganz leer. Das ist also eine sehr oberflächliche Übersetzung. Aber genau genommen heißt es Redemption. Die Vorsilbe Re, wenn wir reinspringen, das ist deine Befreiung. Indem du dich wieder zurückholst in das Zentrum, in dem du dich immer befindest. Und das ist der rote Tod. Der rote Tod ist das Alleswerden, ist der Heilungsprozess. Da schauen wir ganz kurz nur den Anfang. Es ist jetzt hier übrigens schon in der deutschen Übersetzung: jede Kleinigkeit, du Scheißkerl. Ich habe nichts gemacht. Ich sage zu dir, du hast alles gemacht, was du dir ausdenkst. Und das ist deine Kacker. Das sind die Exkremente, die dich verlassen. Du wirst irgendwann einmal deine eigene Scheiße wieder fressen müssen. Zurücknehmen müssen. Sagen hier, das ist sehr fehlerhaft, was ich mir ausgedacht habe. Du verdammter Narr, du bist ein flackerndes Licht. Mit Red Dead Redemption 2 nimmt Rockstar Games sein bisher ehrgeizigstes Open-World-Erlebnis in Angriff. In der epischen Geschichte vom Leben als Outlaw geht die Story nahtlos in Action über. Arthur, let's go, quick! Ich habe hier einige Trailer von solchen offenen Welt-Videospielen im Weißenbuch-Vortrag mitgebracht, die sehr schockierend sind. Da musste ich dann irgendwann nochmal fragen, ob diese Autoren, die ich mir jetzt ausdenke, wissen die wirklich was von Holofeeling? Ghost zum Beispiel, der Trailer von dem Videospiel Ghost. Und was jetzt noch interessant ist, wenn die Sonne untergeht, das ist ja ein Western-Spiel, immer dran denken, die Sonne geht im Osten auf und im Westen geht sie wieder unter. Aber wo geht die dann hin? Die geht wieder zurück zu El Hayom. Das ist der rote Tod. Die gleißend rote Sonne, oben am Himmel ist sie noch weiß. Das ist unser Ich weiß. Das hebräische Wort für weiß ist Leben. LBN, die Konsonante Radix mit der Vordersprache. Das ist, ich weiß, du erlebst dich als Weib. Und das Ganze ist hier ein sehr großer Komplex, wenn man das macht, das Kalkulieren, das Kalken. Und dann wird sie rot und sie versinkt im Meer, in UB 86 LHJ. Das ist das Spiel. Du merkst, wie alles lückenlos ineinander greift, wenn man den Hintergrund kennt. Das sind dann die Schöpferkräfte selber und du wirst dann merken, hier der äußere Wert, das aufgespannte Wissen, UB, fällt dann praktisch in den vollen Wert hinein in die rote 4 mit 2. Aber das wird jetzt zu weit führen. Pyramidenwert ist die 200. Es ist ein Computerprogramm und jetzt betone ich nochmal, ich beweise dir mit Holofeeling, arithmetisch präzise, schon in diesen wenigen Schriften, dass du dich zurzeit wirklich in so einem Computer in einer Simulation befindest, als er
an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Aber genau genommen befinden sich all diese Sachen, die du dir ausdenkst, in dir selbst. Es sind deine Informationen. Außenformationen gibt es. Das Wort Außenformation als Ding an sich ist in dieser Sache überhaupt nicht gebräuchlich. Okay? Ja. So, das heißt also, ich will da ganz kurz Papier geduldig, wir fahren da mal nochmal rein. Eine Welt, aber nicht die Welt. In solchen Gesellschaften, wie sie auch die unsere darstellt, entwickelt sich die Menschen entlang ihrer Eliten. Ihnen wird zwar in der Schule die Indoktrinationsanstalten gesagt, das ist das, wo ich sage, zu allen Zeiten, die du dir jetzt denkst, wenn du auf der Schule gehst, kriegst du ein Wissen eingehämmert. Das ist aber auch abhängig, wo du groß warst, jetzt ausgedachterweise. Geros. In Indien, dass du dir jetzt ausdenkst mit deiner Logik, in Persien, in Bayern, egal wo, du kriegst ein anderes Wissen mit einer anderen Kultur. Das ist der Schwamminhalt. Das ist so ein simples System. Noch einmal, der Mensch konstruiert sich seine Welt mit allem drum und dran und erklärt, er sehe die Welt vollumfänglich. Und zwar genau so, wie sie ist. Kannst du in der Pfeife rauchen. Du siehst dein Wissen. Du siehst dein extrem fehlerhaftes Wissen. Und alles, was deinem Wissen, deiner Perspektive, deinem Konstrukt widerspricht, bekämpfst du. Und es ist alles so unheimlich logisch, was du sagst, bis du mal selber zum Denken anfängst. Wenn ich immer sage, wer hat eigentlich die Wassermoleküle vor 200 Jahren entdeckt? Habe ich gelesen? Habe ich gehört? Hör auf, Meineide zu schwören. Ja. Du darfst das alles denken, aber nicht glauben, dass das hundertprozentig sicher ist. Dann gehörst du zu den ganzen geistlosen Idioten in deinem Traum, die nicht einmal wissen, was hundertprozentig sicher ist und meinen, sie haben einen Doktortitel, den sie geistlos nachhelfen. Einmal das Selbstgespräch Requiem hören. Das Requiem des JHWH. Mhm. Wie das zustande kommt. Du wirst ein Weltmeister in deiner Welt und machst Karriere, wenn du dich in einem gewissen Klüngel parteiisch erweist und dann kannst du hier erfolgreich werden. Aber das sind alles, was wir uns denken, sind Gedanken, die werden nicht überleben. Du solltest dir mal Gedanken machen, was dabei ewig ist. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Ein ganz einfacher Satz. Es ist hundertprozentig sicher, dass für alles, was du denkst, ein verbindender Parameter da ist. Religiöse Menschen nennen das Gott und ich nenne das du selbst. Ich bin ja du. Gibt es meine Gedanken, wenn ich sie nicht denke? Ich sage ja, sie sind dann durchaus da, aber sie existieren nicht. Da gibt es eine große Einheit, die nennen wir jetzt einfach die Datei im Arbeitsspeicher, die jetzt übrigens ein Gedanke ist. Existiert der Arbeitsspeicher, wenn du ihn nicht denkst? Das ist jetzt die große Erkenntnis. Er ist rot geschrieben da, im Ewigen, in der Einheit. Und wir heben einfach nur einzelne Facetten heraus, ohne was herauszunehmen. Wir brauchen immer diese zwei Seiten. Mhm. Doch in Wahrheit sieht er nichts außer seine eigenen Konstruktionen. Nicht aber die Welt im Großen wie im Kleinen, wie sie tatsächlich ist. Es ist alles so logisch, wenn ich jetzt einen Draht nehme und eine Batterie und ein Lämpchen anschließe mit einem Schalter und dann leuchtet das Lämpchen. Was man dir erzählt hat, ist logisch. Du baust deine Vorstellung auf, das sind logische Konstrukte, aber das ist ein Zirkelschluss. Das ist schlichtweg eine kybernetische Schleife. Das wird dir in Holofeeling erklärt. Dein Gehirn, dein Intellekt ist ein Fünf-Sterne-General der Wahrnehmungen. Das ist dieser Fünf-Sterne-General der Wahrnehmungen. Er bestimmt, sieht man sich das Weltall einmal aus unserem schöpferischen Subjektiversum. Das Universum, das in eins gekehrte, etwas unbenommener Ahn, in Wahrheit bloß ein Soldat am ersten Tag seiner Einweisung ins Heer. Ich sage, die ganze Elite deiner Welt, das Wissen deiner Menschheit ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Es ist so unendlich primitiv, geistlos, tierisch nachgeäfft. Es hat mit Geist und mit Weisheit nichts zu tun. Und das ist jetzt, dass wir in einer Zeit sind, das lassen wir jetzt, das kannst du dir anhören, wenn du Lust hast. Und achte mal drauf, dass auch den du dir jetzt ausdenkst, das Wesentliche überhaupt nicht anspricht. Das ist eine große Erkenntnis, aber was hier überhaupt nicht in Frage gestellt wird, dass da prinzipiell eine Welt da außen ist und es werden natürlich extrem Feindbilder postuliert. Parteien, Politiker, Herrschaftskasten. Und es wird immer ein Schuldiger postuliert, der schuld ist. Dann ist es eine Pharmaindustrie,
Unser sogenannter kapitalistischer Staat, den wir ja angeblich haben, ist genau genommen hochkommunistisch sozialisiert. DDR 2.0, sagt man jetzt ganz modern in gewissen Kreisen. Ist nämlich der Steuerzahler, stützt Banken, stützt Großunternehmen mit Steuergeldern, die viel gewirtschaftet haben. Alles dreht sich ums Geld, das wird hier komplett. Dann kommen mathematische Spieltheorien, immer dran denken, was Mathematik bedeutet. Das gelernte Wissen von Dummköpfen. Holofeeling ist vollkommen neu. Es reduziert dich wieder auf das, was du selbst bist, dein absolutes Nichts, aus dem alles entspringt. Immer in Maßsetzung der Logik, die du zum Denken benutzt. Und wenn man sich jetzt die 26 Minuten anhört, das Wesentliche sind genau 26 Minuten, unser Wert von Jahwe, kann man dann, wenn man Lust hat, auch noch hier den ersten 30 anhören. Der macht auch ziemlich Spaß. Da geht es jetzt erst einmal persönlich von dem Rüdiger Lenz, den wir uns ausdenken. Das ist auch eine Märchenfigur. Selbst wenn du jetzt glaubst, du bist der Rüdiger Lenz, bist du genauso ein Gedanke, wie wenn du an irgendeinen anderen denkst. Das ist das, was ich immer darauf hinweise. Wenn du Geist wirst, wenn du weißt, dass du im Meer immer unveränderlich derselbe Geist bist, egal welche Information sich in dir auftaucht und wieder verschwindet mit dem nächsten Gedanken, dann wirst du dich niemals mit irgendeinem Gedanken von dir verwechseln. Der, der immer ist, ist all seine Gedankenwelt, der ist alle Informationen und wird nicht sagen, die Information bin ich und eine andere bin ich nicht. Das bedeutet Holofeeling. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich hier wichtig, dass das auch wieder nur Wissen ist, auf das du resonierst mit deinem Programm. Darum habe ich dir das eingespielt. Da kommt jetzt das ganze Spiel. Sein Werdegang, hier, ich bin da schon vor 20 Jahren reichlich drauf eingegangen, dass er sagt, er ist da das letzte Mal zum Wellen gegangen. Seitdem hat er nicht mehr gewählt. Und bis jetzt die Basis, die alles neu machen will, weil da kluge Köpfe sind, die aber so unter ferner Liefen untergegangen sind, weil das eigentlich für normale Menschen zu hoch ist. Ähnliche Probleme haben wir in der jetzt ausgedachten Schweiz. Die hätten die Möglichkeit mit einer Volksabstimmung gehabt, diesen extremen Ausbeutzinssatz wegzumachen, mit einer Abstimmung in einer Volksabstimmung, und dann wurden die Medien, haben die so Gehirn gewaschen, dass sie wollten, dass alles beim Alten bleibt. Bloß keine Veränderung. Das sind so viele Sachen, wo du je nach Fokus, nach Interessen im Internet, die immer wieder neue Gedanken hochholen kannst, die aber nicht von außen kommen. Immer daran denken, du bist ein träumender Geist, was in dir auftaucht, kommt aus dir selbst. Aber wieso ich jetzt das sage, das macht Spaß, das einmal mit Holofeeling-Hintergrund zu lesen. Dass du ganz, ganz bewusst dir die Worte anschaust und dich dabei beobachtest, was du bei diesen Worten magst, wenn du dir das anhörst und dabei mitliest. Vielleicht immer wieder mal anhalten, auf die Leertaste drücken, dann hält das Video an und sich ganz bewusst bei jedem Satz Gedanken machen, kann ich das beschwören? Wie reagiere ich drauf? Klatsche ich innerlich ständig Beinfall, wenn ich dem zuhöre? Das sind wahrscheinlich so ziemlich alle Querdenker, sagen, ist das super, ist das klasse. Und ich sage, mach dir bewusst, bei welcher Seite du Beifall klatscht. Bei Holofeeling wirst du feststellen, die andere Seite stimmt auch. Aber in Bezug auf das heilige Ganze stimmt keins von beiden. Das ist das große Problem dabei. Schauen wir das einmal kurz an. Die Lehre von Gegensätzen und ihre Auflösung ist ein fundamentaler Aspekt der Massenpsychologie. Üblicherweise spalten sich die Massen bei emotional bedeutsamen Themen in zwei entgegengesetzte Pole. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld. Sagen wir zum Beispiel bei Wahlen, in den amerikanischen Wahlen ist es so gleichgültig, jetzt natürlich bewusst ausgedacht, ob du die Republikaner oder die Demokraten wählst. Ich zitiere hier den großen Seehofer, den Zeugen Seehofers, den Seehofer: Die, wo was zu sagen haben, werden nicht gewählt, und die gewählt werden, sind sowieso bloß Marionetten vom Geld. Aber das ist doch schon wieder das Problem, dass du dir wieder einen Mächtigen, eine Geldmacht ausdenkst. In diesem Video zum Beispiel geht es nur um diese Geldmacht im Hintergrund. Die Pharmaindustrie, die ist gar nicht klar, dass hier das ganze Zeug so hirnrissig, geistlos ist. Wie viel Scheiß muss ich euch eigentlich noch einspielen? Dann liest du vielleicht bei Impfgegnern, wie gefährlich ungeimpfte Menschen sind. Wie reagierst du drauf? Mit einer Werdinger-Logik, mit einer rechten Logik oder mit einer linken faschistischen Logik?
Es ist wurscht. Bei Holofilling ist es gleichgültig. Du sollst dir bewusst machen, mit welcher Einseitigkeit du sympathisierst. Aber schau mal, was da jetzt passiert. Und um Menschen zu steuern, ist es notwendig, beide Pole dieses Feldes zu kontrollieren. Nicht nur eine Seite. Durch die Kontrolle beider Pole, These und Antithese, kann die gewünschte Synthese, das Ergebnis, gesteuert werden. Das Kennedy-Attentat war eine... Das ist immer wieder, die beiden Pole brauchst du zur Heiligkeit. Was du nicht weißt oder nicht wahrhaben willst, ist schlichtweg und einfach die Tatsache, dass du ständig immer nur Einseitigkeiten bevorzugst. Du willst gesund sein. Du willst, dass das Internet funktioniert, du willst, dass möglichst die Sonne scheint, dass nichts kaputt geht, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Das ist, du bist ein geistiger Hosenscheißer, ein Säugling, der nicht aufhören will, in die Hosen zu scheißen. Es erfordert nämlich die Verwandlung, dass du dir selber bestimmst. Bestimmst du irgendwas selbst? Wenn ich mich mit dir jetzt auf der Bröselebene zusammensitze, werde ich dir zeigen, wenn du den Mund aufmachst, egal welche Meinung du äußerst, es ist niemals deine ureigenste Meinung. Ich sage dir genau, was du nachplapperst, welche Internetseite du nachplapperst, welchen großen Meister du nachplapperst. Unser Stefan Stoff ist, wenn er laufend reinstellt und er meint, er hätte irgendwas verstanden. Ich sage dir jetzt, ein Gedanke, den du dir ausdenkst, hat sowieso nichts verstanden. Auch kein Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist ein Lautsprecher und ein Pixelmännchen. Ich rede mit einer anderen Ebene, mit dem Jenseits, mit dem Geist, der Jenseits ist. Ich rede mit dem, der sich eine komplett eigenständige Welt ausdenkt. Das bist hundertprozentig sicher du. Da geht es nicht, dass du irgendwas glauben müsstest. Werde einfach der, der ganz bewusst sich in sich bewusst macht, was für Informationen ich jetzt vorliegen habe und wo die herkommen. Und dann wirst du zuerst einmal feststellen, in Maßsetzung deiner Logik, wenn du deine eigenen Interpretationen beobachtest, ist dir klar, wenn du absolut präsent bewusst bist im Jetzt, dass alles, was du denkst, aus dir selber kommt und alles, was sinnlich wahrgenommene Informationen sind, dass du glaubst, die kommen von außen. Das sind die zwei Seiten. Und es kommt gar nichts von außen. Es gibt da zwei verschiedene Innen, ein absolutes Innen und ein Innerhalb, wo du dir dann aus dem Innerhalb was ausdenken kannst. Das ist dann auf deiner Verabredung. Aber wie gesagt, da muss man einfach die Offenbarungen studieren. Aber auch nur dann, und das ist jetzt sehr wichtig, ich sage zuerst einmal, hast du dein Leben ganz normal weiterzuleben, als Brösel. Deine Rolle weiterzuspielen, die Verwandlung ist, dass du dieser absolut präsente Beobachter wird. Dass du dir bewusst machst, dass nichts in der Zukunft passieren kann, niemals. Und in der Vergangenheit nie irgendetwas passiert ist. Was du wahrnimmst, ist eine ständige Veränderung des ewigen Hier und Jetzt. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jede sinnlich wahrgenommene Information, die du anschaust, zerstört die bestehende sinnlich wahrgenommene Information. Das Arrangement der Pixel auf deinen Augen. Das Stäbchen und Zäpfchen in deiner jetzt ausgedachten Retina, die nicht existieren, die Augen nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz. Das ist eigentlich hier das Spiel, das man zu spielen hat. Und dann wirst du irgendwann einmal ab einer gewissen Reife dich zu interessieren dafür, wie du funktionierst. Darum sage ich, ich erkläre dir jetzt erst, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Und all das, was ich jetzt zurückgreife, egal wo wir zurückgreifen, es ist wichtig, es sind Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Dieses Spiel deiner angeblichen Elite an Philosophie und Geisteswissenschaften ist eine riesengroße Falle. Das Spiel zwischen, wenn wir die drei Sachen anschauen, Deduktion, Empirie, Induktion, Theorie. Wir haben eine Deduktion, eine Induktion und dann haben wir noch die Empirie. Da ist überall auf diesen Internetseiten hier dieses Spiel mit drin und das ist ein Zirkelschluss. Es zu diskutieren, ob die deduktive Wissensvermehrung oder die induktive richtig ist. Da haben wir hier schon bei der Induktion steht, jetzt hast du aber ganz klar herbeiführen, veranlassen, einführen. Kann ich irgendetwas einführen? Was da außen ist. Da außen ist immer nur das, was du dir selber ausdenkst. Du kannst nur das zurückholen, was du dir vorher ausgedacht hast. Bedeutet seit Aristoteles, und da habe ich gesagt, der Typ ist eine ganz große Falle im Denken, eine ganz große Falle, eine Sackgasse, die eingeleitet wurde, den abstrahierenden Schluss aus beobachteten Phänomenen auf eine allgemeine Erkenntnis, etwa ein allgemeinen Begriff oder Naturgesetz,
zurückzuführen. Der Ausdruck wird als Gegenbegriff zur Deduktion verwendet. Ich will jetzt da nicht so arg in die Worte reingehen. Es einfach ist das einmal, dass wir uns klar machen, was eine Theorie ist. Und das ist ganz einfach, das ist eine bloße Vermutung. Man nennt wieder immer zwei Seiten, eine systematische Zusammenfassung und Verallgemeinerung von Erkenntnissen. Aber was sind deine Erkenntnisse? Deine Erkenntnisse sind zu 99%, sagst du mal, einfach einprogrammierte Daten, die du vom Hörensagen kennst. Habe ich gehört, hat man mir erzählt. Steht in dem Buch drin, steht im Internet drin. Ja. Das ist. Aber jetzt ist es natürlich dann eine bloße Vermutung. Es ist immer wieder, habe ich es mit eigenen Augen gesehen, darum sage ich, mir ist wichtig, du solltest nur noch das verwirklichen in deinem Kopf oder glauben, was du hier und jetzt gedacht, mit eigenen, jetzt normal gesprochen, mit eigenen Augen gesehen hast oder am eigenen Leib erlebt hast. Gleichgültig, wann das jetzt gedacht angeblich in der Vergangenheit passiert ist. Und alles, was du nur vom Hörensagen kennst, was dir durchaus logisch erscheint, das solltest du sagen, das habe ich gehört, das hat man mir erzählt, das steht in dem Buch und das steht in dem Buch, aber du solltest jetzt nicht glauben, dass das da außen so ist. Das ist das Einzige, was ich fordere. Es sind Sichtweisen. Und diese Sichtweisen, wenn du die deduzierst, dann kommst du zur Empirie. Und die Empirie ist jetzt ganz interessant. Das ist die Erfahrung. Das heißt, eine Theorie, eine Sichtweise, die du geistlos nachäffst, macht in dir eine Erfahrung. Es geht sogar so weit, ich kann mir jetzt Sachen denken, ich weiß ja, wenn ich ein Kabel habe, dass da Strom, dass da freie Elektronen durch den Leiter durchgehen, das hat man mir erzählt, ich habe das noch nie gesehen. Zeig es mir. Dann nimm ein Stück festen Draht, ein Kupferdraht in die Hand und dann kannst du dir einreden, weil da jetzt eine Spannung ist, fließen da kleine winzige Elektronen durch diesen Draht und deswegen war die Lampe hell. Das ist unheimlich logisch und nicht besonders geistreich. Ich werde dir zeigen, dass das ganz anders funktioniert. Du bist in einer Matrix. Und die Lampen, die in deiner VR-Brille auf dem Monitor angehen, sind als Ding an sich. Eine Sonne im Kino auf der Leinwand ist keine Lichtquelle. Dasselbe gilt für eine Sonne, die auf einer VR-Brille erscheint. Wenn da überhaupt was eine Lichtquelle ist, dann sind es die kleinen Zäpfchen, beziehungsweise auf dem Monitor bezogen, die Pixel, die kleinen Lämpchen auf dem Monitor. Und die in einer gewissen Ordnung illusionieren, dass du jetzt einen Scheinwerfer, Lampe oder Sonne siehst. Aber wenn ich jetzt weiß, das ist eine VR-Brille, dann ist das eh alles wieder gespiegelt. Das ist das, was ich erzähle. Du hörst es, ist eine interessante Möglichkeit, du wirst aber trotzdem an deinem alten Denken festhalten. Wieso? Pass auf, da steht es. Jetzt kommt die Vordersprache. Ich betone nochmal, Holofeeling beweist dir mit 100%iger Sicherheit und keiner nimmt die 100% so ernst wie ich, dass du dich in einer Matrix, in einem Computerprogramm befindest. Weil dieses Computerprogramm dir jetzt aufzwingt, dich, wenn du an dich denkst, an den Trockennasenaffen zu denken, den du sofort zu fühlen beginnst und körperlich, sinnlich wahrgenommen in dir als Information in Erscheinung tritt, sobald du an dich denkst. Wenn du das Programm veränderst, veränderst du alles. Das kannst du mit Holofeeling. Das ist die nächsthöhere Ebene. Und das heißt also, dass diese Erkenntnisse, die Erfahrung, aus empirischen Daten werden manchmal kurz Empirie genannt. Wichtig ist, es ist eine methodische, systematische Sammlung von Daten. Was sind Daten? Jetzt kann man natürlich wieder in Wikipedia nachschauen und ich zeige dir, Daten bezeichnen als Plural von Datum, Fakt, Zeitpunkte und kalendarische Zeitangaben. Die sind aber immer jetzt, das Fakt besteht darum, das Faktum, dass alles, was du denkst, denkst du jetzt. Und du kannst das, was du jetzt denkst, rein gedanklich um dich herum in Raum und Zeit verstreuen. Es ist aber trotzdem hier und jetzt deine Information. Und das sind Zeitpunkte, das nenne ich augenblickliche Erscheinungen. Das ist Ed, Hebräisch. Das ist die Vordersprache. Ed ist ein Zeitpunkt. Das ist ein Einzelbild auf deinem geistigen Monitor. Bild, Bild, Bild. Beelet heißt im Kind. Bild R, im Kind erweck. Beelet R, Beelet R, Beelet R. Immer jetzt. Kommt aus dir, formt sich um. Ein reines digitales Phänomen und die Daten selber, jetzt machen wir immer die Konsonante Radix. Dat, das ist das hebräische DT, das ist eine Anordnung, ein Dekret, das ist ein Gesetz und es ist ein Glaube. Es ist ein Glaube, der blaue Glaube, AUB,
Ich kann es nicht oft genug zeigen. AUB. Gall ist die Welle und AUB ist die Beschwörungskunst von toten Geistern. Da kommt auch das Wort Zauber her. Auch die Christustaube. Überall hast du diese Radix im Hintergrund. Das ist jetzt rot gelesen, das geistige Licht, und blau wäre es eine Welle. Der Glaube. Ja. Das ist übrigens ganz interessant, wenn wir jetzt einen Taft davor imperfekt setzen, heißt es, du wirst Wahrsagen. Du wirst Tode, Beschwörungen machen. Total Tode, so viele. So viele Meineide schwören. Also gut, wir haben hier das Dart und jetzt hängen wir dann an das Dart noch ein End dran. Das Dart ist dein Glaube und in der hebräischen Sprache das End am Ende ist ein besitzanzeigendes Fürwort für Frauen. Die Frauen steht, das Weib steht für deine Logik. Das heißt, ihr Glaube, ihre Religion. Blau gelesen. Und es sind rein Staat, den Staat ischen. Ischen heißt Schlaf und etwas vor sich hinträumen. Das ist ihr Glaube, ihre Religion. Das ist das Programm eines blauen Menschen. Der Mensch selber, der Enosch, das sterbliche Säuge, die ist das Symbol für das Programm. Als Ganzes. Deine Lebensgeschichte vom Säugling bis zum Greis, mit allem, was du dir in dem Zeitraum auch ausdenkst. Das macht es aus. Wo war man? Bei den Daten, Zeitpunkten. Das ist, es kann, was du denkst, kann immer nur jetzt sein. Da gibt es auch nichts zu rütteln. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Das ist, wenn ich dich immer wieder darauf hinweise, es ist vollkommen unmöglich, dass du in einer Minute was machst. Egal was, wenn ich jetzt auch schalte, versuche mal den Computer in einer Minute auszuschalten. Du kannst es jetzt denken und wenn du auf den Knopf drückst, ist es jetzt. Ja. Jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Und du interpretierst jetzt diesen Moment und verstreust damit unbewusst deine hier und jetzt gedachten, selbst aus dir heraus geschöpften Vorstellungen um dich herum. Das ist nichts Negatives, damit kannst du um dich herum eine Welt aufbauen. Das ist die Welt, die du zurzeit um dich herum dir ausdenkst. Aber ist das schon der Weisheit letzter Schluss, wie du dir die Welt ausdenkst? Dann liest du das einmal nochmal durch. Du hast dich komplett entmachtet, weil du ständig Gedanken, die du denkst, glaubst, dass die mächtiger sind wie du selber. Dann sind dann Illuminaten oder eine mächtige Pharmaindustrie. Schau dir doch die ganzen Affen an, hier die Masken trage. Ich sage immer wieder, alle Ungeimpfte sind noch eine gewisse Nation, außer sie lassen sich nicht impfen, weil sie Angst haben, der Impfstoff könnte ihnen was anhaben. Dann sind sie dieselben Deppen wie die anderen auch, die sich impfen lassen. Eine panische Angst, den Körper zu verlieren, der gar nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ich sage, du kriegst doch gar nicht mit, wenn sich dein Körper auflöst. Tausende Male hier und jetzt im ewigen Jetzt gedacht an einem ewigen Alter. Das größere Problem ist, dass er immer wieder zurückkommt, dass er immer wieder auftaucht und dabei sich irgendwie verändert, was du alternieren, ein Alterungsprozess ist. Es ist ein Verwandlungsprozess, so wie in einer Matrix ein Ei, ein Embryo, ein Minimensch. Genauso ist es in der Matrix 2 von einem Säugling bis zum Greis. Bloß von der Matrix 3 weißt du nichts und du wirst auch nie was wissen von der nächsthöheren Ebene, wenn du nicht freiwillig das durchschaust, was du hier in dem Leben zu lernen hast, was du zu durchschauen hast. Und ich könnte jetzt hier dieses Spiel von Induktion und Deduktion, die Naturgesetze, da müssten wir eine Woche drüber reden und das die Worte intensiv anschauen, was die Worte auch hebraisiert bedeuten und dann wirst du feststellen, dass das auch wieder bloß ein Zirkelschluss ist, wie mein Herzkörperbeispiel. Es ist so unendlich logisch, dass wenn du ein Geräusch hörst, ein Klingelingeling, dass da aus einer Kirchenglocke ist oder die Haustürglocke oder das Handy, was dir aber gar nicht klar ist, dass du hier die Ursache für das Klingeln, das jetzt in dir auftaucht, mein Klingelingeling-Beispiel, eine Vergangenheit zusprichst, die gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Und wenn du dran denkst, wird die jetzt gedacht. Ja. Ja, das ist es. Das, glaube ich, kann man sein lassen. Also wie gesagt, ich wollte das nur zeigen. Übrigens, alles, was da drin steht, stimmt. Das ist das Allererste, du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Was nicht stimmt, ist jetzt, wenn die anfangen zu interpretieren. Das gilt übrigens auch für das hier. Und was er hier in dem ersten Dahl, er, den ich mir jetzt ausdenke, den ich das zuspreche, dass er das gemacht hat, das ist jetzt so einer, der gehört zu den Ersten. Erinnere dich hier an die Ersten. Diese einen, ich nenne das auch gern die Ersten, das sind die Herzensmenschen, die in Frage stellen, die irgendwann sagen, so blöd können doch die Menschen um mich herum gar nicht sein.
Ich sage, die Menschen sind nicht so blöd, du bist so blöd. Menschen, Affen sind so blöd, die Nachäffen. Auch das ist der Großteil nachgeäfft. Fremdbetreutes Leben wählt den Schlachtmeister erneut. Immer und immer wieder, unverbesserlich. Ein klares Zeichen von Geistlosigkeit. So, und da kommt jetzt, wenn man den ersten Teil anschaut, da kommt jetzt dann was ganz Eigenartiges, ein Wort ins Spiel, nämlich Gott, das Christuswesen. Du landest automatisch irgendwann, wenn du eine tiefe Sehnsucht hast, landest du, dass da irgendwas anders sein muss, dass Religion als Ding an sich gar nicht so schlecht ist. Ich rede jetzt nicht von ausgedachten Religionen. Das ist genauso, als ob du das Religion, Sekte oder Partei nennst. Es ist geistlose Menschen. Das ist immer ein Vortrag. In Wien wurde ich einmal gefragt, warum ich denn nicht alle Menschen retten wollte. Was sind denn Menschen jetzt? Ein Gedanke. Du willst ständig Gedanken von dir retten. Es ist vollkommen unmöglich. Ja. Das muss man doch tun. Das ist eine, so eine Riesenfalle, diese Moral. Moralisten sind das Boshafteste, was es gibt. Wir müssen uns jetzt das Wort Ethik anschauen, in die Etymologie reingehen, in dem Wort Ethik. Das ist all das ganze Zeug. Wenn du Holofeeling, die Vatersprache, verstanden hast, wird jedes Wort für sich selbst erklärt. Da brauchst du kein Wikipedia und gar nichts mehr. Du brauchst einfach nur Wörterbuch. Ich gehe mal Drehexplorer und die Wörterbücher. Das reicht. Dann wird es so perfekt erklärt, wenn du das wirklich wortwörtlich nimmst, was die Worte in ihrer Ursubstanz eigentlich bedeuten. Und da ich dir was erzähle, sind die Worte dann zusätzlich noch Zahlen, die hier noch dich tiefer reinführen in diese ganze Struktur. Ja. Ja. Das ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung, wie ich immer sage, es ist ein Anpassen an deine Basic-Logik. Und das ist wichtig. Dann wird jetzt grün, er war mal ganz in seiner Jugend ein absoluter Grüner, bis er gemerkt hat, was das für ein Wahnsinn ist. Ob das CO2-Lüge sind, was ist, wenn du jetzt feststellst, dass hier die Erde genauso wenig eine Kugel ist, wie sie eine Scheibe war. Und ich betone nochmal, würdest du jetzt dein Leben in einem Mittelalterfilm zu Galileis Zeiten verbringen? Da haben genauso die Professoren gesagt, verbrennt ihn, wie er behauptet hatte, die Welt ist eine Kugel. Und ich sage, sobald wirklich ein Quantensprung kommt, allen voran die Naturwissenschaft, unser Semmelweis. Sobald einer was behauptet, was der bestehenden Lehrmeinung widerspricht, wird er verketzert oder umgebracht, weil es ist ein Nestbeschmutzer. Und es wird auch in aller Ewigkeit auf dieser Führerscheinprüfungsbogenebene wird es gleich bleiben. Es ist bewusst erschaffen, dass du das erkennst. Darum geht es. Und versuch das bitte niemals irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst, zu erklären. So, und jetzt springen wir da mal zurück. Das ist die Erkenntnis. Versuch nicht deinen Gedanken, den du denkst, zu erklären, dass es nur deshalb da ist, weil du ihn denkst. Das ist eigentlich das Resümee. Jetzt merkst du den Unterschied von Holofeeling. Ich erkläre es den, der uns zwei jetzt ausdenkt, die Ariane und den Udo. Und natürlich sich selbst. Ich erkläre es denen, der sich seine eigene Welt ausdenkt. Und du befindest dich in der Welt, die du dir selber ausdenkst. Und jetzt kommen diese ganz simplen Beispiele. Wenn du in den Spiegel reinlächelst, lächelt er zurück. Und wenn du heulst, dann heult der Spiegel. Und du versuchst ständig, das Spiegelbild zu verändern und bist aber nicht bereit, im Geringsten dich selbst zu verändern. Das heißt, die Menschen um dich herum, die du dir noch denkst, aufgrund von Zeitungsberichten, egal wie du die definierst, sind Spiegelbilder deines jetzigen Intellekts. Dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist nämlich das Programm, das diese Bilder aufschmeißt. Und willst du wirklich was verändern, sprech nicht auf die Spiegelbilder ein. Das ist übrigens auch ein Beispiel, das kommt dann in diesem kleinen Vorwort am Ende. Was passiert, wenn du starr und unbeweglich vor den Spiegel sitzt und hoffst im tiefsten Innern, der soll doch endlich zum Lächeln anfangen? Lächel du, dann lächelt er zurück. Du kannst es in deinem jetzigen Leben schon ausprobieren. Mein Beispiel, wenn ich sage, wenn du jetzt als Brüssel durch die Stadt gehst, dann probier einfach mal mit den Menschen. Es ist wie wenn du in dem Videospiel GTA hier durch die Stadt läufst. Und die KIs reagieren auf dich. Gibt es immer drei Möglichkeiten. Erzähle ich jetzt nicht nochmal, ist alles in den vielen hunderten kleinen Beispielen. Du kannst es sofort überprüfen, dass es funktioniert. In kürzester Zeit wirst du feststellen, ohne dass du was machst, fangen die Leute an, dich anzulächeln, wenn sie an dir vorbeilaufen.
Aber du musst erst einmal der Erste sein, der lächelt. Und dann lächeln die meisten zurück. Nicht alle, wir brauchen ja die Unterschiede. Ja. Aber dann kommt ein Punkt, das hat die Marion jetzt, wenn sie rumläuft, die hat da viel experimentiert, wenn sie durch die Stadt geht, dass sie sagt, mittlerweile muss ich gar nichts machen, mittlerweile fangen die anderen erst an und dann lächle ich. Und wenn du nichts machst, machen die auch nichts. Und wenn du eine Fresse ziehst, sind die auch eine Fresse. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du mit einer miesen Fresse durch die Stadt gehst und dich einer anlächelt. Die Ja. werden extrem gleichgültig an dir vorbeigehen oder auch eine Fresse ziehen. Und dann fang einmal zum Lächeln an, schau die an und lächle und dann wirst du feststellen, die reagieren und lächeln. Das sind alles kleine Spiegelbilder. Und Druck erzeugt Druck, Rechthaberei erzeugt Rechthaberei. Und dann wird dir die Geistlosigkeit deiner Lieder bewusst. Das ganze Schwätzertum, die ganzen Professoren, wie sie nachäffen, deine ganzen Ärzte, das sind so, diese Kritiken sind nicht, dass du was kritisieren sollst, was da außen ist. Es gibt da außen nichts. Es gibt nur das, was du zu sehen bekommst und das ist deine Information und die kommt aus dir selbst. Und du musst der Erste sein, der das versteht. Und dann wirst du Freude haben, wenn dann um dich herum welche rauswechseln, wo man sich über das Thema unterhalten kann. Ich sage immer meine 100 Affen mit Holofeeling. Aber das sind sowieso alles verrückte, außergewöhnliche Menschen. Außergewöhnlich heißt, sie sind in der Lage, außerhalb ihrer gewohnten Denkstrukturen zu denken. Sie sind aus dem Gleis, aus der Schiene ihrer Logik herausgesprungen. Und versuchen wir mal Neuland zu bereisen mit ihrem Geist. Und das kannst du von normalen Menschen gar nicht erwarten. Das ist jetzt hier, alles was Politik ist und was Medizin ist, ist schlichtweg der pure Wahnsinn. Das sind Wahnsinnige. Das wird immer schlimmer werden um dich herum, wenn du Geist bist. Dann wirst du merken, du bist ständig in einem Dilemma. Und das Dilemma machst du jetzt zu einem Trilemma. Das sind vor zwei Möglichkeiten, hast du bis jetzt immer nur eine gewollt. Beim Trilemma kommt die Synthese dazu. Aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Du brauchst erst einmal die vier Seiten. Immer mein kleines Beispiel. Nicht sagen, ist es richtig oder verkehrt. Die Frage stellt sich nicht. Ist ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck? Ist jetzt Wetter, Sonnenschein oder Regen? Ich sage, das sind die zwei Hauptmöglichkeiten. Und dann gibt es noch viele, viele Zwischenstufen. Das sind Bilder, das sind alles Facetten aus der Kollektion Wetter. Jedes Bild, das du anschaust, wenn du in einer Küche stehst, du stehst nicht in deiner Küche, sondern du bist der träumende Geist und du hast in dem Moment die Datei Küche laufen, die aktuelle Küche. Und wenn du ein Bild hast, ist jedes Bild, das du jetzt anschaust, wenn du dich um dich herum, du bist die Mitte, jedes Bild kommt aus dieser Datei Küche. Und dann hast du noch andere Küchen, wo du sagst, meine Küchen, wenn du zurückgehst, nicht in der Zeit, es ist ja alles gleichzeitig in der Datei. Wie hat die Küche in meinem Elternhaus ausgeschaut? Vielleicht, wenn du älter bist, hast du schon zwei, dreimal die Wohnung gewechselt. Dann kannst du noch in Küchen, wo man Küchen haben, wo du sagst, meine Küche, beziehungsweise Küchen, die ich bis jetzt durchlebt habe, gibt es natürlich zwangsläufig andere Küchen. Und so kommen wir zu den 16 Perspektiven. Die ersten 16. Aber es ist ein ganz simples Prinzip. Und was die Vatersprache anbelangt, wenn ich das immer wieder höre, ist es ein Akt der Reife. Wenn einer die Reife nicht hat, muss er auch für sich in Anspruch nehmen, dass er so viel Bewusstsein besitzt, dass er noch ein kleiner, ein sehr kleiner Geist ist. Und dann sind wieder welche, die meinen, die müssten die Vatersprache, die müssten das hebräische Gematrie-Explorer lernen, dann sage ich, lass es. Kaufmannsdenken führt dich in der Sackgasse. Du wirst es machen, wenn es dich im tiefsten Innern interessiert, wenn dich das mehr interessiert wie alles andere. Und dann lernst du. Und alles, was du aus Kaufmannsdenken machst, ob du jetzt was studierst, ich sage, egal, wenn du in einem Studium bist, du machst dein Leben ganz normal weiter, weil all die Wissenselemente, die du lernst, sind Puzzlestücke von heiligen Ganzen. Du wirst bloß am Ende feststellen, dass alles ganz anders ist, deswegen sind es trotzdem ganz wichtige Gedanken. Ein Gedanke, den du denkst, der ist einfach nur. Und du kannst dir jetzt beobachten, ob deine Logik sagt, der ist richtig oder verkehrt. Und die Gedanken, die sich andere denken, sind deine Gedanken, weil du musst dir jetzt erst einmal andere ausdenken und du denkst dir, dass die das denken. Lass das bitte auf dich wirken. Mein einfacher Satz, was denken dann die Leute von mir? Ich sage, die Leute, die Medim, die Toten des Meeres, so viele, die werden das denken, was du denkst, dass die denken. Was denkst du jetzt von mir? Von dem Udo. Schau einfach, was du von ihm denkst.
Das ist das, was ich in dem Vorwort versuche, dir klarzumachen. Mach dir bewusst, wie du deine eigenen Informationen bewertest, wenn du was liest. Und du wirst erst einmal dich dabei erwischen, dass du bei vielen Aussagen, die du liest, innerlich Beifall klatscht. Wir nehmen jetzt zum Beispiel dieses Schreiben oder dieses Video, der spricht dir und du kannst dabei mitlesen. Und da kannst du ganz klar feststellen, klatscht du innerlich Beifall, dann gehörst du mit Sicherheit zu der Querdenker-Szene, dir wenn aufbegehren, oder sagst du, so ein Scheiß, das sind Verschwörungstheoretiker. Weißt du, man schluckt alles nach, was die Wissenschaft macht. Mir fällt jetzt spontan wieder 9-11 ein oder die Mondlandung. Und ich muss dir immer wieder sagen, auch bei der 9-11, es ist schlichtweg, wenn du wirklich einmal Physik studiert hast, jeder Physiker müsste eigentlich wissen, wenn er Ahnung hat von Physik, dass das niemals so gewesen sein kann. Aber das haben doch so viele Menschen gesehen. Ich sage, hast du es gesehen? Ist das nicht schon wieder ein logisches Konstrukt, dass da genau zu dem Zeitpunkt hier Tausende und Abertausende von Menschen in New York waren, die zugeschaut haben, aber was sind die jetzt? Das sind Gedanken, die du dir jetzt denkst. Du müsstest dir nur jeden Moment bewusst sein darüber, dass das, was du denkst, jetzt ist. Hier und jetzt deine Information, die aus dir selber kommt, aufbauend auf Wissen. Und dass in der Vergangenheit niemals irgendetwas war, prinzipbedingt, und in der Zukunft niemals irgendetwas passieren wird. Also es macht keinen Sinn, wenn ich zu dir sage, JCH, sorge dich nicht um morgen. Hast du da jemals drauf geachtet? Dein Problem ist, dass du meine Lebensvorschläge nicht hältst. Dass du die missachtest, wenn ich sage, liebe deine Feinde, heißt es definitiv, liebe all das, was du noch nicht kennst. Du brauchst diese neuen Wissenselemente, um neu dein Programm zu erweitern, zu vervollkommnen. Alles, was du bekämpfst, mag es Krankheit sein oder sonst was, hält dich auf dieser Ebene bis in alle Ewigkeit gefangen. Das ist, wenn ich dann sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du deine Geschwätzigkeit in dir einigermaßen in den Griff kriegst. Die Geschwätzigkeit des Egos. Was nicht heißt, dass du jetzt versuchen sollst, dir das abzugewöhnen, das zu denken. Dann hast du schon wieder ein Feindbild. Das ist meine Sache mit dem Ersten oder mit dem blinden Arschloch. Jeder, der mit irgendwas nicht einverstanden ist, egal auf welcher Bewusstseinsstufe der Vieh-Ich du jetzt stehst, ist ein blindes Arschloch. Du hast nicht verstanden, dass jeder Gedanke, jeder Moment ein winziges Puzzlestückchen vom heiligen Ganzen sind. Etwas, was zur Datei, zu der heiligen Datei in deinem geistigen Hintergrund gehört. Jede Facette. Das ist allumfassende Liebe, das ist die rote Liebe. Wo ich im letzten Selbstgespräch immer jetzt gedacht darauf hingewiesen habe, normale, blaue, selektive Liebe wird die rote Liebe als absolutes Feindbild betrachten, weil wie kann man sowas lieben? Ich kann doch nicht alles lieben. Ich sage, wer bestimmt es jetzt? Genau dein fehlerhaftes Ego. Was zwingt dich so rechthaberisch zu sein? Was zwingt dich so voller Hass zu sein in dir? Das kann nach außen, kann das ganz anders sein, aber du hast einfach nur eine extrem fehlerhafte Logik und alles, was dir unlogisch erscheint, ist zwangsläufig für dich falsch. Das Wort falsch kommt vom Faller, das ist die Falle, in die du dich einsperrst. Du dich, kein anderer. Und der Einzige, der den Traum mitkriegt, deinen Traum, das bist du, glaub es mir. Wenn du es mir nicht glaubst, ist es trotzdem so. Für dich wird alles genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Dass du ein sterbliches Säugetier bist, dass du ums Überleben kämpfen musst, dass vielleicht Politiker korrupt sind, ich sage immer die korrupten Politiker in deinem Traum, es sind einfach nur Figuren in deinem Traum. Relativier mir das. Weißt du, wie oft ich sage, ob du was einen Gedanken nennst oder ob du das Mensch nennst oder Information nennst? Da ist eine Information da und da kannst du viele Namen geben. Du kannst jetzt deine Information Udo nennen. Du kannst es auch einen Gedanken nennen, weil der Udo ist jetzt nicht mehr wie ein Gedanke, weil das Pixelmännchen ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Und der Mensch, Trockennasen, auf den du jetzt denkst, der ist ja sinnlich wahrgenommen gar nicht da existiert. Er ist nur ein Gedanke. Das ist hundertprozentig sicher. Ich habe kein Problem, wenn du mich nicht denkst, dann bin ich weg in deinem Traum. Mach dir mal Gedanken, wieso ich in deinem Traum immer wieder auftauche. Meistens als Pixelmännchen oder nur als Gedanke, wenn du die Schriften liest. Ganz, ganz selten als sinnlich wahrgenommene Information. Information bleibt Information, existieren, das ist vergänglich, ist mit dem nächsten Gedanken wieder weg. Und das macht Angst, wenn du Angst hast, aber was macht dir da Angst? Durch die Interpretation deiner fehlerhaften Logik.
Was meinst du, wenn du deine jetzige Logik vervollkommnet hast? Dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Dann wirst du ein Hochglücksgefühl empfinden. Das ist die rote Glückseligkeit. Deswegen muss man nicht kritisch werden gegenüber einer jetzigen Glückseligkeit, die du Geist empfinden kannst, aber du wirst dir eingestehen müssen, dass deine jetzigen Vorstellungen oder Empfindungen von Freude oder Glück immer verbunden sind mit irgendetwas ausgedacht. Und da alles Existierende ist eine Frage der Zeit, die es nicht gibt, Vergängliches, ist zwangsläufig auch diese Glückseligkeit vergänglich. Dasselbe gilt für deine jetzigen Vorstellungen von Sicherheiten. Alles, was du an Sicherheiten dir denkst, diese Sicherheiten existieren in dem Moment, wo du sie denkst. Und die stehen jetzt unbewussterweise in Verbindung mit irgendwas, was da außen ist, auch wenn du angeblich da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Und du wirst feststellen, das zerrinnt dir wie Sand zwischen den Fingern, die übrigens nur existieren, wenn du an deine Finger denkst. Jetzt lassen wir es gut sein, Kleines. Immer dran denken, die Kleinen werden die Größen. Das Koll eine. Alles ist ein E. Ein nicht existierendes E-Quadrat. Die Grundsubstanz in der Einsteinform. Ich sage, deine Physikbücher haben so viele Weisheiten in sich, auch die Chemiebücher, von denen deine Physiker und Chemiker überhaupt nichts wissen. Deine Religionsbücher, alle Religionen beinhalten so unendlich viele Weisheiten, göttliche Weisheiten für dich, Geist, von denen deine Theologen auch nichts wissen, weil das alles Affen bei eigener Definition sind. Sie äffen was nach, was ihre Affenlehrer ihnen erzählt haben. Und da ist nichts verkehrt gelaufen. Es ist nur für dich. Meine Ohrenbohrungen sind nur für dich. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, das ist ganz wichtig. Du kannst es ganz im Stillen in dir selber machen und ich werde dann um dich herum deine Welt wie durch Zauberhand verändern, voller Wunder. Aber am besten solltest du dich immer möglichst im Hier und Jetzt halten. Ich sage immer, meine grobe Planung, wenn man unter Brüssel ist, dass ich sage, ich besuche jetzt die Ariane nächste oder übernächste Woche, das kann ich ja jetzt denken. Aber in dem vollen Bewusstsein, dass wenn es ist, ist es jetzt. Gut? Super. Spielen wir noch eine Runde Leben. Danke. Für was? Ich muss mich bedanken. Was bin ich, wenn du mich nicht ausdenkst? Ja. Ich versuche einen Gott zu erklären, dass er ein Gott ist und kein sterbliches Säugetier. Und dazu muss ich mich zu einem sterblichen Säugetier in seinem Traum machen, weil er zurzeit nur den Fokus gerichtet hat auf seine Traumwelt mit ständig wechselnden Bildern, aber nicht auf das, was hinter ihm ist, auf die Datei oder dann noch tiefer auf das Betriebssystem, aus dem alles entspringt und was alles ermöglicht. Ja. Das war jetzt, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Oh ja. Tschüss.